kann der hier. Das ist der. Der muss schon nach da weitergehen. Der hier? Ja. So kommt man in sein Geheimversteck. Okay. Das weiß ich zwar nicht genau, wessen Geheimversteck. Ist cool auf jeden Fall. Lesen wir mal. Einst lebte ein Zauberer in einem alten Haus und bereitete Tränke zu, mit denen er in die Zukunft sehen konnte. Die Leute aus dem Dorf kamen zum Haus des Zauberers und verlangten von ihm, seine Tränke mit ihnen zu teilen. Wir möchten auch in die Zukunft sehen, sagten sie ihm. Aber der Zauberer sagte nein. Die Leute aus dem Dorf wurden wütend und verbrannten das Haus des Zauberers. Doch der Zauberer wusste, dass das geschehen würde. Er hatte seinen Trank Raum bereits mit einem Zauber belegt, das Haus brannte, der Raum aber nicht. Die Leute aus dem Dorf warteten, doch der Zauberer kam nie heraus. So, befinden wir uns gerade in dem Haus des Zauberers. Why are you standing there? You spying? No. No, huh? What the hell's wrong with you exactly? Nothing. You need to stop leaving your stupid stories around. They're freaking everyone out. Also sind wir gerade auf den Spuren von Ethans Geschichten. Okay, das ist nochmal die Geschichte. Das hat er sich anscheinend alles ausgedacht. Das mit dem verbrannten Zaubererhaus und so. Also es wäre für mich schon sehr realistisch, wenn... Also realistisch in dem Sinne, dass das wird hier voll reinpassen, weil wir ja auch anscheinend irgendwelche übernatürlichen Kräfte haben. Lesen wir das mal. Was steht denn hier? Brand legt Alkoholschmuggel frei. Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ashland entdeckten eine offensichtliche Schwarzbrennerei, während sie in den Wäldern von Old Ogden einen Brand bekämpften. Den Beamten zufolge beinhaltete die Brennerei einen Propanofen und einen 4 Gallonen fassenden rostfreien Stahltopf, der zur Aufbewahrung der Whisky-Maische verwendet wurde. Aufgrund der Größe der Brennerei glaubt Bayfield County Sheriff Hank Schaffel, es könne sich dabei um einen Teil eines Alkoholschmuggelvorhabens handeln, obwohl er zugab, dass es im County noch weitere Brennereien geben könnte. NASA startet ATS-6-Satelliten. In welchem Jahr befinden wir uns? Das verwirrt mich noch ein bisschen. Es wirkt ja noch relativ altbacken so alles, aber anscheinend schickt die NASA ja schon Satelliten in Weltall. Davon könnte auch Ethans Geschichte mit dem einen Astronauten inspiriert sein. Von der Presse. Cape Carnival, Florida oder so. NASA startet in Florida den weltweit ersten sogenannten Bildungssatelliten und verleiht den Vereinigten Staaten dadurch einen mächtigen Vorsprung der Telekommunikationstechnik. Der Application Technology Satellite 6 überträgt direkt Bildungsprogramme in mehrere Länder wie die Vereinigten Staaten, Kanada, Indien und Australien. Die NASA glaubt, der Satellit würde mindestens die nächsten 5 Jahre in ständigem Kontakt mit der Erde bleiben. Was meinen die mit Bildungsprogramm? Sind wir jetzt wieder in einem anderen Haus? Ja. Wir haben uns doch gerade nicht... Das war nicht das Haus. Das sah so aus, als wäre das das Haus gewesen. Oder nicht? Komisch.
Ich glaube, mein PC gibt gerade so ein bisschen nach. Gehe ich mal hier vorne gucken, was es hier noch so gibt. Ist das ein... Och nö. Ach, das ist nur ein Aufzug. Fahrstuhl. Anscheinend nach unten. Ich dachte erst, das wäre irgendwie so ein Abstieg in die Mine, aber ich meine, bei The Vanishing of Ethan Carter steigt man nie in eine Mine. Das ist so ein klassisches Horrorspiel. Fände ich nicht so geil, wie man am Anfang des Lispace gesehen hat. Ja, das Haus haben wir gerade zusammengepuzzelt. 1:1. You can feel it, right? Wow. Something coming from the Vandegrift house. Ich habe einen Dialog abgebrochen. Monolog. Sagt er in jedem Raum was? You need to talk to your son. He was poking around in the old Vandegrift house again. Said he found some secret room. Yeah, really? Okay, I will go talk to him. Wir haben keine Namenseinblendung, aber ich glaube, es dreht sich um Ethan. Wäre zu vermuten. Pop, they're getting worse. They keep talking about this thing, this sleeper. I know. What I don't know is if it's real or not. Okay. Nehme ich an, dass das das Vandegrift Haus ist, wo wir gerade einen Zauberraum gefunden haben. I didn't mean for any of this to happen. Was? Dass der Schläfer irgendwie angreift oder so? Da vorne zum Fenster? Ne, schade. Alter, mal zielstrebig wieder raus. Am meisten erschreckt mich gerade der Wind. Ja, es wird dieses Gebiet schon echt ein ganzes Stück weitläufiger. Ich würde auch gerne herausfinden, wo das mit der Brennerei ist. So, das ist die Brücke, von der wir gekommen sind. Wo geht dieser Weg hier hin? Wunderschön, dieses Spiel. I've stepped through too many portals, been present in too many worlds simultaneously. Bits and pieces of me stay on the other side, waiting. Whenever I return, I bring parts of those worlds back. Do you know what ghosts are? They're sad, evicted things, memories without homes. Also sind wir sowas wie ein Weltenwandler? Wie am Anfang das mit dem Tunnel? Dass wir durch den Tunnel laufen konnten und dann wieder an der gleichen Stelle rausgekommen sind? Wo kommen wir hier hin? Och nö, bitte nicht. Ich will da nicht in die Mine rein.
Ich will nicht, dass es möglich ist, dass man da reinkommt. Das sieht so aus, als müssen wir da nochmal rein. Oder als würden wir hier nochmal rauskommen. Was ich nicht so sehr begrüßen würde. Muss ich ehrlich zugestehen. Ist hier irgendwas? Das ist ein Loch. Och nö. Muss das sein? Ja gut, das sind wir uns. Wer erschreckt hat, finde ich das echt witzig. Okay, das war anzunehmen, dass wir hier nicht wieder rauskommen. Und wahrscheinlich hier oben auch nicht wieder rausklettern können. Gehe ich da richtig in der Annahme? Dass wir irgendeinen Schlüssel oder irgendwas finden müssen. Ja, es war doch so klar. Können sie auch einfach wieder rausklettern. Aber nein. Na gut. Videospiellogik. Ein Hoch. Ist relativ egal, welchen Weg ich gehe, oder? Och nö. Und ich sag noch so, ach, das ist bestimmt kein Spiel, wo man in eine Mine runter muss. Finde ich ja jetzt persönlich nicht so geil. Und ich weiß auch nicht, was jetzt draußen noch gewesen wäre. Oh ja, die Illusion einer, dass man eine Entscheidung treffen kann. Ich dachte, da geht's noch weiter, aber das ist einfach zu. Von daher... Ja, du. Das bringt mir jetzt. Ich sitze in dem Ding nicht drin. Heißt das, ich darf wieder gehen? Nicht? Schade. Ich dachte. Hält das Ding auch mal an? Das Ding ist wieder. Ah, jetzt kann ich das Ding wieder nach oben bestellen. Gut. Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um, ne? Solange das Ding wieder hochfährt. La 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 la. Da kommt der Aufzug. Augen zu und durch, würde ich mal sagen. Auf geht's! Und, willst du uns wieder was erzählen? Nicht? Dann nicht. Wo wir wohl jetzt hinkommen? Ist die Frage, will ich das überhaupt wissen? Das Spiel hat Probleme damit, mehrere Tastenanschläge gleichzeitig zu verarbeiten. Okay, da sehe ich gar nichts. Ich könnte meinen Monitor jetzt umstellen, dass ich da irgendwas sehe, aber das möchte ich nicht.